Moin Moin Matrosen, willkommen zu Teil 28 des heftigen Paper Mario Let's Plays. In der letzten Folge haben wir heftig in der Pit of 100 Trials aufgeräumt und die Bag geholt mit 20 Slots. Jetzt gucken wir, was der Professor uns zu sagen hat. Wenn wir da Kanone hochgeschossen werden, klingt doch ganz gut. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich noch irgendwelche Items einpacken will. Ja, nicht wirklich. Nochmal so einen Slow-Schwung hier einpacken. Aber den will man eigentlich auch immer nur gekocht haben. Mach das eben kurz. Fireflower hier, A5-10er kommt mal ein. Koch ich kurz zwei Sachen und dann mache ich mich auf. Dann guck ich noch, was der Dingsvendor da hat. Und Lotterie kann ich auch noch checken. Ah doch, so ist das Ding, okay. Da hat halt so die Dingswolke gemacht, da dachte ich, dass es vielleicht Failure wird, aber der Häuser. Kauf den Hammermann einfach. Aber ich kaufe den das Wario-Emblem auch einfach, weil ich ein cooler Wario sein will. Ah, jo, jetzt ist man Waluigi, wenn man beide equipped hat. Ist auch nochmal nice. War es auf jeden Fall wert. Ich bin schon mal ein Wario, das will ich ja nicht. Einfach. Ah, ich hätte auch oben da an diese Rail da dran springen können. Da gab es auch noch was. Ich glaub, das mache ich auch gleich noch kurz. Wenn der Mond geshootet wird. Blacker, blacker. Oh.
Der Opfer wurde so hart geklatscht. Uff. Uff, vielleicht zwei. War gegulpt. Nice. Kriegst du so ein nices Kreuz auf dem Boden, wo man noch weiß, wo man hin muss. Hier. Ah, Flower P, da habe ich glaube ich schon einen von. Den brauche ich den zweiten jetzt nicht unbedingt, aber ist noch trotzdem nice to have auf jeden Fall. Ja, jetzt muss ich dann leider wieder hier rum raus. Oh Mann, der wollte uns hart klatschen auf jeden Fall, der war wütend. Ach, Lottery habe ich jetzt nicht gecheckt, aber dafür gehe ich jetzt nochmal hoch für den Pilz. Gar nichts. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Irgendwann der irgendwas machen kann? Nicht wirklich. Hm. Naja, dann nicht. Komm mal blind drauf hämmern. Den habe ich glaube ich noch nie getroffen. Oh. Mach ich mal super sweet fies jetzt. Ich wollte gerade aufhören, actually. Boah, die ganzen fetten. Come on, Mr. Blizzard. No, not like this. Ja, okay. Sollte dann reichen, um Healings zum nächsten Level up. Er war gut versteckt auf jeden Fall. Oh, no.
Das klingt so gut. Zum Glück haben wir ja ein paar Live-Shrooms eingekauft. Ja, ich finde das macht 9. Ja, 9 ist eine Zahl auf jeden Fall. Das war schon direkt Level Up, nice. Hier gibt es einfach einen HP Plus reinschmeiße. Ja, ich habe gerade, glaube ich, einfach nicht die Slots, um Dings zu equippen. Defend Plus. Defend Plus wäre natürlich eigentlich besser. Wobei mittlerweile machen die Viecher so viel Schaden, dass es nicht wirklich mehr einen Unterschied macht. Die 5 Plus hätte ich trotzdem lieber, es kostet auch mehr Badge Points, deswegen kann ich das nicht equippen. Hoffe ich, dass der Yoshi den anderen killen kann, aber kann er glaube ich nicht. Auf Umbellas Switch, die macht glaube ich 5 oder 4. 4 nur, schade. Macht die genauso viel wie der Yoshi. Ich denke daran, ist auch okay. Oh, ich dachte, ich krieg den nochmal raus. Die werden gestoppert, glaube ich. Auch sehr switchig. Wappe auf Oops, weil der stabile Defense hat. Was mache ich dann mit dem? Ja, wenn ich Power Shell mache, kann ich. Ja, ich wollte eh Showstopper. Und Showstopper ich einfach erstmal. Dann gucke ich, was ich mit Pups noch mache. Da kann man sich auch unnormal viel Zeit lassen. Ja, ich Shell Shield mal lieber, um HP zu konservieren. Oh fuck, das war bad. Das Schild direkt wieder raus. Naja. Ich gebe wenigstens stabile XP. Okay, haben wir ihn geprankt. Fahrautos. Fahren. Immer in den Ecken hier. Man, diese Grills sind auch wieder am Start. Ich
Na gut. Ach, das ist der Raum, wo die Kanone dann rausgefahren wird, das Timmy. Oh, das ist der Shop, der Shop hat, glaube ich, Shooting Stars. Ganz nice. So, die hier. Machen einfach 30, machen einfach 6 Schaden. Die sind auch normale Banger-Items. Aber man kann denen auch die Spicy Soup und 20 verkaufen. Und wenn ihr euch erinnert, die haben wir aus einer Fireflower gemacht. Also schönen 10er Gewinn jeweils. Kann man schon maken. Davon meinen Gains auch einfach einen Shooting Star kaufen. Ja, mit dem In-Coupon können wir auch einfach mal in den Inn gehen und healen. Jetzt eh schon habe. Da, weil ich stay. Das sind die nice Ruski-Brüder hier. Enjoy day. Okay. Ich habe Space Food noch bekommen. Ist sich jetzt eigentlich erstmal kacke, weil es 5 HP restored. Aber in Space restored ist 50. Gehen wir, glaube ich, erstmal hier dieses Ding an. Wollen gar nicht, okay. Hallo. Oh, die ist gut versteckt auf jeden Fall. Hallo. Gehen wir jetzt in diesen Raum. Jetzt geht's. Theoretisch hätte ich offscreen einfach mal so 20 Fireflowers kochen können. Für die heftigen Gangs. Aber naja. Den nehmen wir, aber nach vorne vielleicht. Ich glaube, man muss ja irgendwas pusten. Ah, vielleicht, wie wir
Kann der Bombenbruder mit ihm reden? Ah! No rules. Na gut, wo Goldbob ist, wissen wir schon mal. Der wird ja immer noch ein paar Schleihals chillen. Und Major White. Haben wir denn einen weißen Bob am gesehen? Fällt mir gerade nicht ein, wo es einen weißen gibt. So, stopp. Geh. Alle? Nice. Zum Mash schon mal B, damit ich den Eier vielleicht auch noch hit. Nee. Alle? Okay, das sind noch zwei. Ah, der Yoshi macht nur. Ah, er macht nur 9, glaube ich. Ich bin erstmal dann schön. Macht Robert. Ach nur 7. Nice. Hätte jetzt theoretisch noch einmal appealen können für Inside. Für ein bisschen Star Power, aber es sollte fein sein. Den habe ich nicht kommen sehen. Und sich Showstopper schon. So, der mag zwar OP erscheinen. Aber der geht halt auch nur auf Sachen mit mehr als 12 HP, mit weniger als 12 HP. Also, nächstes Chapter, vielleicht auch in diesem Chapter schon, gibt es schon genug Sachen, auf die das einfach nicht affected. Also so heftig ist das nicht. Und man kriegt den halt auch gigas spät. Der macht dann sogar direkt 2. Ach, ich bin too fast. Ah, ich glaube, ich weiß, wo der Weiße ist. Der war weiß, schade. Ja, der war pink, schade. Ich dachte, das wäre der weiße gewesen. Mann. Ich glaube, wird er auch nicht sein. Macht den unser Boy hier. 21 habe ich schon.
Dann gönne ich mir jetzt noch ein zweites Power Plus, I guess. Dann gehe ich erstmal, dann hole ich erstmal den Goldbob, weil ich weiß, wo der ist. Vielleicht sagt er uns dann ja, wo der andere ist. Wo habe ich den weißen Bob gesehen? Ja, was soll's. Ich hoffe mal, dass er sie jetzt nicht alle taggt. Okay, er tut es. Gut, naja. Okay. Wo haben wir denn einen weißen Wappen gesehen? Ist aber nicht auch hier, ne? Dann kaufe ich dir erstmal noch ein bisschen eine Pasta. Ich überlege, ob der auf der Insel ist, aber ich glaube nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein anderer Bob-Omb. Vielleicht kann der uns sagen, wo der ist. Weil Bob-Ombs scheinbar alle verwandt sind. Und auch alle aus Russland kommen. Ich nehme noch ein Mango mit. Die Fireflowers hier? 6 glaube ich, ne? 5 sogar nur. Da packe ich ein paar ein. Ja gut, in der nächsten Folge geht's weiter auf jeden Fall auf der Suche nach dem mysteriösen General White. Ach gut.